Herzlich willkommen erstmal an Gregor. Gregor ist Geschäftsführer der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Sachsen-Anhalt, wobei die Hierarchien, Geschäftsführer klingt immer groß, in der Stiftung in Sachsen-Anhalt, wie ich vorhin gehört habe, jetzt eher locker gehandhabt wird. Das ist eher so ein kollegiales Verhältnis da. Ihr kennt ihn wahrscheinlich weniger als Mitarbeiter der RLS, aber vielleicht von seinem umtriebigen Agieren während der Griechenland-Krise. Da war er sehr oft auf Veranstaltung anwesend und hat sehr viel publiziert. Da werden vielleicht einige von euch seine Beiträge kennen und vielleicht auch sein dickes Buch zur sozialistischen Linksopposition in der Adenauer-Ära. Falls ihr das nicht kennt, kann ich das sehr empfehlen. Ich habe es zu Hause im Regal stehen, bin aber noch nicht ganz durchgekommen, aber das, was ich gelesen habe, gefällt mir sehr gut. Und er ist jahrelang, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Online-Plattform Sopos.org. Da ist er Redakteur gewesen, die ist jetzt leider Gottes dieses Jahr eingestellt worden. Das ist alles nur noch archiviert drauf, aber das ist so ein ganz wichtiges Online-Portal gewesen, wo man linke Texte zu aktuellen und theoretischen Debatten nachlesen konnte. Theoretisch kommt er, wenn ich mich nicht alles täusche, aus der Hannoveraner Schule der kritischen Theorie, oder? Wenn okay. Es die denn gibt, ja. Wenn es die denn gibt. Das ist ja auch nicht so ganz unumstritten. Genau. Wir werden jetzt, er wird uns jetzt 20 Minuten, eine halbe Stunde einen kurzen Impuls geben und dann werden wir gemeinsam in die Diskussion eingehen. Danke dir, dass du da bist. Ja, danke Stefan. Vielen Dank für die Einladung. Verbindende Bildung, wie kommt die Einheit der Vielheit zustande? Vom Mosaik über das dissidente Drittel bis zur verbindenden Partei. Das ist natürlich erstmal sehr viel und ich sage es gleich vorweg, ich werde diese Frage nicht beantworten können. Auch wenn heute die Sonne scheint oder geschienen hat, der gesellschaftliche Entwicklungshorizont hat sich verdunkelt. Wenn man auf die ökologischen, sozialen und ökonomischen Krisenprozesse schaut und sich die gesellschaftlichen Lösungskapazitäten ansieht, dann hat man ja nicht so das Gefühl, dass es in irgendeiner Weise vorangeht im Sinne einer solidarischen, emanzipatorischen Perspektive. Im Gegenteil, wir haben mit autoritären Tendenzen zu tun, steigender Kriegsgefahr und ja, einer großen Krise der politischen, der gesellschaftlichen Linken. Man kann sagen, die Linke ist in ihren Grundüberzeugungen erschüttert. Man muss sagen, eigentlich nicht erst seit gestern oder in den letzten zwei Jahren, das ist schon ein länger währender Prozess. Wenn man es etwas ausdehnt, könnte man sagen, diese Krise ist eigentlich ein Kennzeichen der Linken. Offene Diskussion, kontroverse Diskussion, das ist ja auch nicht unbedingt immer schlecht. Drehen wir es mal ins Positive. Es gibt gerade in den letzten Jahren und in Sachsen-Anhalt haben wir da ein besonderes Problem, 20%, über 20% AfD. Das ist eine Bedrohung. Und unter dieser Bedrohung ist die Diskussion erheblich vertieft worden, hat sich erheblich verbreitert. Wie kann man denn eigentlich ja, das linke Projekt, wenn es denn ein solches gibt, überhaupt neu denken? Das Leitbild, was in euren Papieren auch aufgetaucht ist, Leitbild ist immer so ein Begriff, der klingt sehr neoliberal, ich verwende ihn jetzt trotzdem mal, ist kollektive Handlungsfähigkeit auf Basis der Pluralität von Interessen, Erfahrungen und Mentalitäten. Stellt man mal dieses Leitbild zu den Leitbildern des 20. Jahrhunderts oder diesen Leitbildern des 20. Jahrhunderts entgegen, dann ist das denkbar verschieden. Also die Linke des 20. Jahrhunderts war ja eine der Massenparteien, der Massenorganisationen, des Massenkampfes. Also die Arbeiterklasse als Begriff ist beinhaltet, impliziert ja schon den Begriff der Masse. Das Ganze bis hin zu Formulierung Arbeiterarmeen, Klammer auf, auch mit Vorstellung Führer-Gefolgschaftsprinzipien, also sehr vertikal organisiert, nicht nur im Denken, sondern auch in der Praxis. Also eine Form der Solidarität, die natürlich auch horizontal ist, aber durchaus auch so etwas kennt wie, naja, sagen wir es offen, Zwang. Das ging einher durchaus mit Entwicklungen im produktiven Bereich, also Standardisierung, Typisierung, Massenproduktion. Und das ist von der Linken auch durchaus positiv so gesehen worden und besprochen worden.
Ich beschäftige mich gerade im Vorgriff auf das Jubiläumsjahr 2019 mit der Gründung des Bauhauses. Und da bin ich auf ein Zitat von Walter Gropius gestoßen, der das ganz gut auf den Punkt bringt. Die menschliche Behausung ist eine Angelegenheit des Massenbedarfs. Genauso wie es heute 90% der Bevölkerung nicht mehr einfällt, sich ihre Schuhe nach Maß anfertigen zu lassen, sondern Vorratsprodukte bezieht, die infolge verfeinerter Produktionsmethoden die meisten individuellen Bedürfnisse befriedigen, so wird sich in Zukunft der Einzelne auch die ihm gemäße Behausung vom Lager bestellen können. Also die Vorwegnahme des Fertighauses. Immerhin, Gropius ist nicht so autoritär, dass er nicht sagt, alle Bedürfnisse können befriedigt werden, sondern eben nur die meisten. Und genau daran liegt, glaube ich, auch das Problem dieser Konzepte. Es wurden eben nicht und es konnten auch nicht alle Bedürfnisse befriedigt werden. Alle großen Bewegungen, alle großen sozialen Bewegungen lebten von diesem Massenmythos im 20. Jahrhundert bis hin zu den Volksparteien. Auch der Faschismus hat genau das inkorporiert, also das Leitbild der industriellen Massengesellschaft, Modernisierung, Technisierung. Im Gegensatz dazu klagten die Konservativen immer genau über dieses Phänomen der Vermassung, also der Untergang des Abendlandes durch die Auflösung des Individuums in der Masse wurde heftig beklagt. Diese Normierung gesellschaftlicher Art, die damit verbunden waren, haben natürlich auch jede Menge Widersprüche und jede Menge Widerstand provoziert. Wir feiern ja dieses Jahr die 50-jährige Wiederkehr der Revolte von 68, sicherlich einer der zentralen Kulminationspunkte des Widerstandes gegen diese gesellschaftliche Disziplin, gegen die Fabrikdisziplin. Wenige Jahre vorher hatte ja Kanzler Erhard noch von der formierten Gesellschaft gesprochen, also eine Vorstellung, ein Leitbild, das heute eigentlich undenkbar wäre. Aber damals, also bis Ende der 60er Jahre, galt die Bundeswehr, Befehl und Gehorsam, als Schule der Nationen und das also bis weit auch in Teile der Linken hinein, also der Sozialdemokratie insbesondere. Ja, diese Revolten gegen diese Normierungen waren durchaus erfolgreich, nicht nur gegen die Fabrikdisziplin im engeren Sinne, sondern auch gegen die ganzen gesellschaftlichen Normen, also auch etwa die sexuellen Normen der patriarchalen Kleinfamilie und vieles andere mehr. Kulturell hat 1968 und die nachfolgenden Bewegungen haben die sicherlich gesiegt, aber diese Revolte ist auch absorbiert worden. Ja, schlimmer noch, sie ist in eine Produktivkraft im Sinne der Kapitalakkumulation nutzbar gemacht worden. Man hat uns gleichzeitig etwas weggenommen, nämlich die soziale Sicherheit, die Berechenbarkeit, die mit diesen Verhältnissen verbunden waren. Und es ist eigentlich wieder ein Zustand erreicht, von dem Marx von der doppelten Freiheit gesprochen hat. Also man hat die Freiheit, vieles zu tun, aber man hat eben auch nicht unbedingt die Mittel dazu, sondern ist freigesetzt von den Subsistenzmitteln, sein Leben auch tatsächlich selbstständig und individuell führen zu können. Ja, das Leitbild des heutigen Kapitalismus, Individualität, Flexibilität, Eigenaktivität, Kreativität, unternehmerisches Selbst, dem entspricht auch eine digitale Produktionsstruktur. Also war früher vielleicht das Stahlwerk, Magnitogorsk, das große Vorbild. Wir bauen das Stahlwerk, wir brauchen Elektrifizierung und für den Aufbau des Sozialismus, Stahlproduktion. Heutzutage tragen wir alle das zentrale Produktionsmittel eigentlich mit uns herum, ein Handy, der kleine Minicomputer, eigentlich der Mikroprozessor, das ist im Grunde das zentrale Produktionselement heutzutage. Und es muss eben sehr flexibel sein und ja, dynamisch. Die Pluralisierung der gesellschaftlichen Großorganisationen, auch ihre Zerfall,
ist natürlich nicht einfach nur eine Folge von einer ökonomischen Entwicklung, sondern man könnte ja umgekehrt sagen, die Revolte hat eine bestimmte technische Weiterentwicklung zur Folge gehabt. Im Grunde ist diese Flexibilisierung des Kapitalismus eine, muss man sagen, sehr erfolgreiche Antwort auf die Revolte gegen den Fordismus, die fordistische Produktionsweise. Und ich glaube auch nicht, dass man hinter diese Entwicklung zurück kann. Das kann noch nicht mal die AfD, obwohl die ja mittlerweile wieder mit Konzepten hantieren, die ja aus den 20er Jahren entlehnt scheinen. Also in Sachsen-Anhalt reden die von Volkskörpern, von Volkseinheit. Also eigentlich müsste man sagen, sind das ja lächerliche Vorstellungen, die natürlich trotzdem im gewissen Sinne wirkmächtig sind und ein großes Problem sind, weil, wie wir wissen, wenn die Dinge nicht so sind, wenn die Wirklichkeit nicht so ist wie in der Theorie, umso schlimmer für die Wirklichkeit. Der Grundannahme, dass diese Vielheit, die Pluralität, die Pluralisierung der Klassengesellschaft, die Pluralisierung von Lebensstilen, die Diversität, die Unterschiedlichkeit von Interessenmentalitäten ein Hindernis für Organisationsprozesse sein sollen, dem würde ich vehement widersprechen wollen. Ich glaube, die Gesellschaft war immer schon sehr plural, sehr divers, und das war im 19. und im 20. Jahrhundert eigentlich nicht anders. Es rankt sich ein Mythos um die großen sozialistischen Massenorganisationen, insbesondere die Parteien der Zweiten Internationale. Schaut man sich mal rein zahlenmäßig an, wer im Kaiserreich, in der Sozialdemokratie oder überhaupt in der Gewerkschaft, in der Arbeiterbewegung organisiert waren, das waren alles Minderheiten. Der Marxismus war nicht eine breite Ideologie oder eine Theorie, die überall diskutiert worden ist. Das war im Grunde mehr oder weniger eine Angelegenheit von wenigen Intellektuellen, von wenigen Leuten, die sich überhaupt professionell damit befassen konnten. Die Handlungsfähigkeit, die damit verbunden war, hat ja auch durchaus ihre negativen Seiten. Also in den großen Krisen haben diese Massenorganisationen alle versagt, 1914, 1932, 1933. Und ich glaube, diese Vorstellung der großen sozialistischen Massenorganisationen ist auch eigentlich geografisch eingrenzbar auf wenige hochentwickelte Industrieländer. Wenn man sich allein schon die Niederlande anguckt, mit einer relativ zersplitterten Produktionsstruktur, da fragt man sich, wie konnte sich so ein Konzept durchsetzen? Das entspricht eigentlich gar nicht der ökonomischen Basis, in Anführungszeichen. Gleiches gilt etwa für die Länder des Balkans. Also wer war in den Ländern Jugoslawiens oder wer war in Griechenland wirklich Kern der Arbeiterklasse? Das waren Leute, die haben auf den Äckern gearbeitet und ein halbes Jahr vielleicht in der Fabrik. Also von einem Kollektivsubjekt auf dieser Interessenbasis kann überhaupt keine Rede sein. Der zweite Einwand, den ich dagegen hätte, der ist aber eigentlich noch viel gewichtiger, weil ich denke, wir haben auch mit der umgekehrten Tendenz zu tun, also der Zurichtung aller gesellschaftlichen Verhältnisse nach Marktkriterien, nach Kriterien der Verwertung. Tatjana Freitag hat eine Studie geschrieben in Anknüpfung an Herbert Marcuse, der unternommene Mensch, der unternommene Mensch, Eindimensionalisierungsprozesse in der gegenwärtigen Gesellschaft. Und sie untersucht das an der Standardisierung, an den Prozessen im Zuge des Bologna-Prozesses im Bildungssystem, also der Ausrichtung aller Einrichtungen, aller Abläufe nach betriebswirtschaftlichen Kriterien. Und daran knüpft sich für mich eine Frage an, wie verhält sich denn eigentlich diese markt- und warenförmige Zurichtung zu der doch überall auch empirisch feststellbaren Pluralität und Diversität? Ich glaube, beides gehört zusammen. Die Identitäten und die Bewusstseinsform, mit denen wir es heute zu tun haben, sind auch geprägt vom Widerstand gegen die Normierung der fordistischen Massengesellschaft. Sie sind aber auch eine Folge von Vereinzelung und Konkurrenz, sowohl so eine Form der Selbstbehauptung, also das hat was Widerständiges, durchaus Antagonistisches auch, aber auch einen negativen Aspekt, nämlich der
konkurrenzförmigen Verhaltens von Ausgrenzung. Man könnte sagen, diese Vielfalt, mit der wir es zu tun haben, ist auch eine Vielfalt des Leidens an dieser Eindimensionalisierung, an dieser Ausrichtung, an Verwertungskriterien. Und das hat ja durchaus immer einen sehr konkreten Charakter und sehr konkrete Erscheinungsformen. Also einer der wenigen kritischen Begriffe der gegenwärtigen Soziologie ist ja der der Prekarisierung, ein Begriff, der sich durchgesetzt hat. Und wenn man das etwas weiterfasst, also nicht nur im engeren Sinne von Solo-Selbstständigkeit, unsicheren Arbeitsverhältnissen, niedriger Entlohnung etc. spricht, sondern auch vom Mangel an Zugang zu öffentlichen Gütern, zu Wohnraum, der bezahlbar ist, zur Frage von Diskriminierung, von Gewalt, auch der Gewalt der Zerstörung ökologischer Lebensgrundlagen und kriegerischer Auseinandersetzungen, da muss man sagen, sind sehr, sehr viele Menschen von Prekarisierung betroffen. Und das schafft natürlich was Gemeinsames. Das schafft ein gemeinsames Leiden, ein gemeinsames Problem, auch einen gemeinsamen Gegner. Nämlich es gibt natürlich von diesen Prozessen auch Nutznießer, die das legitimieren und befördern. Und ich glaube, es gibt auch sowas wie eine gemeinsame Kritik, auch wenn die natürlich in unterschiedlichen Sprachen und Formen geäußert wird. Aber überall, kann man sagen, treffen noch diese Prozesse der Durchökonomisierung des Denkens und des Handelns und der gesellschaftlichen Praxen auf Widerstand und Widerspruch. Und ich glaube, und das würde dann eine Linke, die ja nicht so gerne mehr von Sozialismus spricht, und das klappert ja auch immer ein bisschen, wenn man so redet, eine Gemeinsamkeit einer Linken könnte sein, so etwas wie Antikapitalismus und die Anerkennung und Beförderung und auch Akzeptanz von Vielfalt. Und welche Organisationsformen sich daran anknüpfen könnten, liegen eigentlich, wenn man in die Geschichte der sozialen Bewegung guckt, auch auf der Hand, die sind eigentlich eher föderalistisch. Also es wäre eigentlich eher eine Allianz von ganz verschiedenen Organisationsformen, von ganz unterschiedlichen Interessengruppen, unter denen dann in irgendeiner Art und Weise ein Aushandlungsprozess stattfindet. Und das heißt natürlich auch, niemand kann sich hinstellen und sagen, ich weiß, wo es lang geht, ich habe die richtige Theorie und so muss gehandelt werden, wie das ein Lenin noch konnte und wie er das auch erfolgreich durchgesetzt hat. Das scheitert schon schlicht und ergreifend daran, dass man gar nicht mehr dieselbe Sprache spricht, mit denselben Begriffen operiert. Deswegen ist es vielleicht umso wichtiger, dass man sich tatsächlich auf als gemeinsam identifizierte Probleme verständigt, einen Gegenstandsbezug in den Mittelpunkt stellt, nicht den Bezug auf eine theoretische Strömung oder eine bestimmte Organisationsform, der man sich zugehörig fühlt. Es braucht so etwas wie offene Debatte. Es braucht offene Aushandlungsprozesse und es braucht ja Lernprozesse. Und da sind wir tatsächlich, Stefan hat es angesprochen, wieder im 19. Jahrhundert gelandet. Es gibt ja die große Studie von E.P. Thompson, The Making of the English Working Class, also die Entstehung, aber auch das Machen, also die Selbstschöpfung der Arbeiterbewegung. Von Michael Fester gibt es auf Deutsch ein ähnlich lautendes Buch, Die Entstehung des Proletariats als Lernprozess, anknüpfend an die Erfahrung, die Auswertung und theoretische Verarbeitung der eigenen Erfahrung und daraus ja so etwas wie ein Common Ground zu schaffen. Das ist, glaube ich, das, worauf es jetzt ankommt. Und wir haben natürlich auch, und das wäre natürlich auch eine wichtige Einsicht, die man aus der frühen Arbeiterbewegung gewinnen kann, die gemeinsamen Positionen entwickeln sich aus Konflikten, aus den Auseinandersetzungen, die man gegen einen gemeinsamen Gegner führt. Und ich glaube, auf diese Art und Weise kann man auch heutzutage wieder so etwas wie einen Common Ground gewinnen. Und nach wie vor, dabei würde ich auch bleiben, sind es eigentlich die drei Seiten der Freiheit, auf die man sich vielleicht einigen könnte. Leo Kofler hat das mal
kurz und knapp darauf auf den Punkt gebracht, worum geht es bei dem großen Versprechen der französischen Revolution nach Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, nämlich um die Freiheit von politischer Bevormundung. Erstens, zweitens die Freiheit von sozialer Abhängigkeit und drittens die Freiheit zur Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Das ist im Kern die Idee der Demokratisierung, nämlich der Demokratisierung nicht nur des im engeren Sinne politischen Bereiches, sondern eben aller gesellschaftlichen Bereiche. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, auf die man sich durchaus innerhalb einer breiteren Linken einigen könnte. Vielen Dank. So. Wie demokratisch sind Bildungsprozesse? Stichwort Demokratisierung ist hier die erste Frage. Vielleicht müsste die Person doch noch einen Bezug zum Vortrag herstellen. Auch wenn das jetzt nicht direkt der Sinn der Sache war, dass die Leute den Zettel nach vorreichen und noch was sagen müssen. Will die Person noch mal? So, nächste Frage. Wie lernt man Demokratisierung? Ich lese einfach mal alle vier vor und dann kann Gregor noch mal was sagen und ihr könnt euch einfach das Mikrofon noch mal schnappen. Inwieweit verhilft Bildung zu einer gemeinsamen Sprache der vielen? Und als letztes, wo lernen Leute Solidarität? Wo taucht sie in der Bildung auf? Willst du da einfach schon oder ist das jetzt... Das sind jetzt alle schon sehr bildungszentrierte Fragen. Also wie demokratisch sind Bildungsprozesse? Da stellt sich natürlich die Frage, wo? Wir hier in der Stiftung, ist das natürlich alles ganz furchtbar demokratisch, das ist klar. Also ich glaube, dass das Problem, also wenn man sich die vorherrschenden die wichtigsten Bildungsinstitutionen in unserem Land anguckt, Schule, die funktioniert ja fast noch oder schon wieder wie im Kaiserreich, Universitäten, dann finde ich die nicht so furchtbar demokratisch. Schlicht und ergreifend, es gibt ja überhaupt keine eigentätige oder eine Partizipation dabei, was wird denn überhaupt gelehrt und gelernt. Also in der Schule kriegt man ja eigentlich erstmal alles vorgesetzt und also die Schülerbewegung der nach 68 haben natürlich genau das auch immer in Frage gestellt, was in Schule gelernt wurde oder werden sollte und auch eingeklagt, dass man darüber auch eine Mitsprache haben muss, sowohl welche Fächer man lernt, als auch was da genau besprochen und behandelt wird. Das ist natürlich auch im gewissen Sinne ein Widerspruch, weil, das ist natürlich das Standardargument der Konservativen immer gewesen, naja, Schüler sind zu klein, die können da gar nicht darüber entscheiden, was sie lernen sollen, weil die Gesellschaft hat bestimmte Anforderungen, das stimmt natürlich auch, und diesen Anforderungen muss man irgendwie gerecht werden und welche Anforderungen das sind, da können natürlich irgendwie Viertklässler oder Sechstklässler oder meinetwegen auch Achtklässler eigentlich gar nicht drüber entscheiden. Trotzdem war das natürlich immer eine sehr zentrale Frage, Kritik am Unterricht, an den Formen und natürlich auch an den Inhalten. Das ist, zumindest in meiner Wahrnehmung, doch sehr zurückgegangen. Also ich wüsste nicht, wo es große Initiativen gäbe, genau solche Fragen zum Thema zu machen. Aber das können natürlich im Prinzip auch nur die machen, die in diesen Bildungsinstitutionen sind, also Schülerinnen, Schüler, Studierende und so weiter. Also wir versuchen zumindest in der Erwachsenenbildung sehr genau darauf zu gucken, was interessiert die Leute, die zu uns kommen, was wollen die und was geben die uns für Anregungen. Man kann natürlich nicht alles aufgreifen, manchmal will man das auch nicht, aber es ist zumindest ein Aushandlungsprozess, womit beschäftigen wir uns und wie beschäftigen wir uns damit. Und das ginge auch gar nicht anders, weil die Leute ja freiwillig kommen, aber das ist in der Schule natürlich anders. Vielleicht sagen wir doch noch mal ein, zwei Worte zu den Karten, die unser Tisch gerade eingereicht hat. Und zwar beziehen sie sich eigentlich alle genau auf diese Frage, also Frage eigentlich an unsere gesamte
Diskussionsrunde, die wir hier so haben, welchen Stellenwert hat eigentlich Bildung bei diesen Demokratisierungsprozessen, die du quasi als Ausblick formuliert hast zum Ende deines Vortrags? Eigentlich muss es darum gehen, Demokratisierungsprozesse anzustoßen, und zwar von vielen. Und unsere Frage war dann sozusagen genau in die Richtung, welche Rolle spielt eigentlich Bildung dabei? Und das hier mit euch vielleicht als, also auch nochmal zu diskutieren. Deswegen, wie demokratisch ist Bildung eigentlich? Was machen wir in unseren linken Strömungen sozusagen? Wie organisieren wir das? Welchen Impuls kann Bildung eigentlich dazu beitragen, eben tatsächlich gesellschaftsverändernd zu wirken? Also eben eigentlich von deinem Beitrag ausging, aber nochmal mehr in Richtung Bildung gedacht. Genau, also das, was wir auch morgen quasi nochmal zum Thema genauer machen wollen. Es gibt auch noch eine weitere Frage hier auf den Punkt. Du hattest formuliert, dass Antikapitalismus so ein gemeinsamer Common Ground sein könnte, so eine Gemeinsamkeit. Und da stellt jemand die Frage, wie kann denn das sein? Und macht auch noch in Klammern Gewerkschaften Fragezeichen. Da sieht die Person also offenkundig so ein Problem, bestimmte Kreise mit einzubeziehen. Also wie denkst du das, wie könnte Antikapitalismus so diese Gemeinsamkeit sein? Geht es, glaube ich, davon. Also Antikapitalismus und Gewerkschaften, das ist natürlich schon ein sehr schwieriges Feld. Obwohl ein Freund von mir aus dem DGB, der hat mal gesagt, es ist im DGB viel einfacher, gegen den Kapitalismus zu sein, als gegen die EU. Aber natürlich ist das erstmal für Gewerkschaften sowieso eine sehr praktische Frage. Also qua Auftrag, qua vorherrschender Praxis geht es natürlich darum, erstmal Konkurrenz zu überwinden und erstmal ganz schnöde Interessen wahrzunehmen, also die ökonomischen Interessen ihrer Mitglieder wahrzunehmen und auch nicht viel mehr darüber hinaus. Trotzdem haben die Gewerkschaften natürlich noch qua Tradition auch immer so etwas wie ein politisches Mandat gehabt und hatten auch immer das Interesse, also in die gesamte Gesellschaft hineinzuwirken und auch ideal, es war eigentlich eher mehr ein Ideal als tatsächlich eine Praxis, auch zur Demokratisierung der Gesellschaft beizutragen. Aber so bei den linken Gewerkschaftstheoretikern, also Wolfgang Abendroth beispielsweise, da war in 50er Jahren, die Gewerkschaften waren die Schule der Demokratie. Weil sie vertreten zwar ihre ökonomischen Interessen, und das sind durchaus auch immer Partialinteressen, aber indem sie das tun, treten sie auch gleichzeitig für die Demokratisierung der Gesellschaft ein. Ganz einfach aus dem Grund, weil in dem Augenblick, wo gewerkschaftliche Aktivitäten, Lohnbewegungen ein größeres Ausmaß angenommen haben, war das eigentlich immer sofort eine politische Frage und der Streit ging immer um die Frage, ja, ist das überhaupt legitim, was die Gewerkschaften machen, oder ist das illegitim? Also die großen Auseinandersetzungen um das Betriebsverfassungsgesetz, um die Frage des Streikrechtes, ist eine Urabstimmung schon eine Kampfmaßnahme und so weiter, das waren Verfassungskonflikte zum Teil, hatten also unmittelbar mit Demokratisierung immer zu tun. Und man darf nicht vergessen, also die IG Metall, gut, nicht gerade jetzt das Sturmgeschütz der Demokratie heutzutage, aber war doch lange Zeit in der Geschichte Westdeutschlands der zentrale Träger auch der Anti-Notstandsbewegung. Also die Frage von Demokratie und Bürgerrechten stand da an, ja, vielleicht nicht an erster Stelle, aber doch an zweiter. Ja. Also sie haben diese Kampagne mitgetragen und also die Gewerkschaften haben immer einen Doppelcharakter. Sie sind auf der einen Seite natürlich auch eine Selbstorganisation von abhängig Beschäftigten, die ihre Interessen vertreten und auch an der Demokratisierung der Gesellschaft Interesse haben, sind auch mehr oder weniger am antifaschistischen Konsens verpflichtet, aber sie sind auf der anderen Seite natürlich auch ein Ordnungsfaktor und ich kann mich auch an viele sehr, ja, unangenehme Diskussionen mit Gewerkschaftern erinnern, wo das sehr stark zum Tragen kam. Also wo eigentlich die Gewerkschafter nur da waren, um die Bewegung abzuwürgen, auf gut Deutsch gesagt. Dann sammeln wir vielleicht nochmal. Das ist ein Kampffeld. Ja. Hallo, ich möchte gerne an die Frage anknüpfen, aber es in eine andere Richtung weiter drehen. Und zwar habe ich das so verstanden, dass du gesagt hast, das verbindende Element könnte Antikapitalismus sein unter der Anerkennung von Vielfalt oder in der Kombination. Und wenn ich es jetzt mal ein bisschen polemisch zuspitzen darf, klingt das für mich nach wie vor nach Haupt- und Nebenwiderspruch. Kannst du dazu vielleicht nochmal was sagen, um diese
diese Blockdarstellungen aufzulösen, oder? Weil ich gehe mal davon aus, dass du das wahrscheinlich nicht gemeint hast, wenn es um das Vereinende geht, eigentlich einen Widerspruch dieser alten Art aufzumachen. Gibt es da hinten noch eine? Du stehst gerade auf. Daniel. Genau, ich würde auch nochmal anknüpfen wollen an den Vortrag. Mich würde nochmal interessieren, wenn man über sowas wie verbindende Partei spricht oder das Mosaik und Ähnliches, würde ich mir nur wünschen, dass du nochmal skizzierst, wie das Verbindende auch inhaltlich aussehen kann. Also nur zu sagen, Antikapitalismus könnte etwas sein, das das verbindet, ist, glaube ich, ein bisschen dünn. Also wenn man jetzt die Rosa-Luxemburg-Stiftung als ein Beispiel, steht ja für die Strömung eines, ja, des demokratischen Sozialismus im weitesten Sinne mit all ihren Schattierungen da drin oder Facetten. Und würde mich schon mal interessieren, ob du das mal genauer ausführen kannst, wie das gemeinsame Ziel ist. Weil sozusagen nur den Prozess als gemeinsames Ziel zu sehen, also Demokratisierung, könnte, glaube ich, zu wenig sein, wenn niemand weiß, wohin es geht. Das heißt, die Vision dessen, warum man sich verbinden soll, das würde mich nochmal interessieren. Vielleicht noch? Also zu der Frage von Haupt- und Nebenwiderspruch. Ich glaube, dass die ganzen unterschiedlichen Kämpfe, die in den unterschiedlichsten Bereichen stattfinden, also sowohl was die Geschlechterfrage anbetrifft, als auch was die Frage von Race anbetrifft, die Frage von ganz unterschiedlichen Orientierungen, die sind ja immer verbunden auch mit der Frage sozialer Abhängigkeit. Also die MeToo-Bewegung hat ja jetzt genau das angeprangert, sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz. Und das ist ja immer verbunden mit sozialen Abhängigkeiten. Also wer ist da in einer schwächeren Position und sieht sich genötigt, dann auf bestimmte Erpressungen auch in irgendeiner Weise einzugehen? Das erschöpft sich nicht darin. Das denke ich auch. Aber das ist, finde ich, ein wichtiger Aspekt. Und den müsste man in diesem Zusammenhang auch immer hervorheben. Denke ich. Gut. Vielleicht, ja, da können wir ja vielleicht noch weiter in die Diskussion kommen, aber was ist das Verbindende und wohin geht es? Ich weiß nicht, du hast natürlich recht, das ist dünne, aber ich glaube, wir bewegen uns gerade in einer Situation, wo eben das auch relativ dünne ist. Und wenn ich es besser wüsste, hätte ich es auch gesagt. Also ich finde, gut, klar, die Partei ist dem demokratischen Sozialismus verpflichtet und die Stiftung als Bildungsinstitution, die der Partei nahesteht, natürlich auch. Aber ich glaube, wenn du fragst, was die Leute unter Sozialismus verstehen, sowohl in der Partei als auch in der Stiftung, da wirst du denkbar unterschiedliche Antworten bekommen und ich glaube auch zum Teil sehr erstaunliche Antworten. Und ich glaube, man muss erst mal anfangen, auf dieser Ebene zu sagen, ja, es gibt eigentlich gar nicht so die verpflichtende, verbindende, einheitliche Idee. Also das wäre vielleicht ein Ziel, was ich mir wünschen würde, aber das sehe ich momentan noch nicht. So, ich lese hier nochmal eine Frage vor. Definiert sich eine Gruppe vorrangig über einen gemeinsamen Gegner? Was bleibt das Verbindende danach? Wahrscheinlich darüber hinaus auch. Bitte? Ich habe es akustisch immer nicht verstanden. Ah, okay. Mhm. So. Das wäre eine Frage, du hast, glaube ich, auch noch Fragen, haben wir da hinten noch, dann sammeln wir. Ich habe eine Frage in Bezug auf den Titel deines Vortrags, und zwar der Begriff des linken Mosaiks ist jetzt schon ein paar Mal gefallen und unter verbindender Partei kann ich mir auch ein bisschen was vorstellen, aber ob du den Begriff des dissidenten Drittel noch mal erläutern könntest. Ja, ich habe mich gemeldet, um auch nochmal anknüpfen an das, was Daniel gesagt hatte, nochmal auch eine Überlegung anzustellen. Also was mir gefehlt hat in deinem Vortrag, gerade bei der historischen Rekonstruktion oder Beschreibung, das war
die Bedeutung, die tatsächlich ja für die sozialistische Bewegung, die Arbeiterbewegung im 19. und 20. Jahrhundert eine ganz zentrale Forderung hatte, die dann sehr unterschiedlich ausbuchstabiert wurde, nämlich die Forderung nach Sozialisierung und nach der Vergesellschaftung von Produktionsmitteln. Und ich glaube, dass die gegenwärtige Krise, in der sich die Linke befindet, auch darin begründet liegt, dass es heute deutlich schwieriger ist, als im 20. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert zu sagen, was man darunter versteht und was das eigentlich, ja, und ob diese Forderung immer noch besteht. Also mein Plädoyer wäre, dass sie noch besteht. Und vielleicht nur eine kleine daran, bevor sozusagen auch da die Frage mit dem Haupt- und Nebenwiderspruch kommt, oder die Frage kann natürlich kommen, aber um Missverständnisse auszuräumen, was ich auch für wichtig halte, war, wenn man konkret in die Geschichte der Arbeiterbewegung schaut, dass es eben nicht nur immer diese eindimensionale Bewegung war, wie oft unterstellt wird. Also wenn man gerade in die politische Praxis der KPD in Berlin in der Weimarer Republik schaut, wird man darauf stoßen, dass eine der zentralen Forderungen die Abschaffung des Paragraphen 218 war. Wird man darauf stoßen, dass Magnus Hirschfeld in seinen Memoiren schreibt, die KPD-Fraktion war geradezu der parlamentarische Arm der Schwulenbewegung. Und wird man darauf stoßen, dass eine zentrale Frage, der sich die KPD gewidmet hat, der Antirassismus war. Und zwar insbesondere auch in der Rezeption der Benachteiligung der Schwarzen in den USA. Also wir hatten eine breite gesellschaftliche Bewegung, die all diese Fragen nicht ausgeklammert hat, die sich aber ihre verbindende Identität trotzdem über die Frage der Sozialisierung gegeben hat. Und die anderen Sachen waren unter verschiedenen Flügeln der Arbeiterbewegung umstritten. Aber es gab trotzdem so etwas wie eine verbindende Forderung rund um eine dann vage Vorstellung von Sozialismus. Und ich glaube, dass wenn wir nicht zu einer zeitgenössischen und zeitgemäßen Reformulierung eines solchen Anspruchs zurückfinden, dann ist das in der Tat schwierig, eine Erneuerung der Linken anzuvisieren. Also dem letzten kann ich voll und ganz zustimmen. Aber das war ja gerade der Versuch zu sagen, also man hat quasi so ein Dach gehabt und darunter hat sich aber sehr viel, sehr Unterschiedliches verborgen. Aber das vorherrschende Deutungsmuster war eben, dass die Massenbewegung, der Massenkampf, klar für den Sozialismus. Ich würde sagen, die Forderung nach Demokratisierung aller gesellschaftlichen Bereiche, das ist ja im Grunde die Forderung, die dem zugrunde liegt. Also wie das dann im Einzelnen aussieht. Natürlich muss die ökonomische Sphäre, die natürlich auch immer eine politische ist und die ja auch sehr, sehr vielfältige Aspekte umfasst, natürlich muss die demokratisiert werden und das heißt natürlich Vergesellschaftung in einer, ja, in welcher Form aber? Also natürlich wird man nicht mehr an die Vergesellschaftungskonzepte der 20er Jahre ohne weiteres anknüpfen können oder ich weiß nicht, an von Fritz Naftali das Konzept der Wirtschaftsdemokratie. Das ist vielleicht inspirierend, aber das hat natürlich mit der heutigen Produktionsweise und der Entwicklung der Produktivkräfte eigentlich nicht so viel zu tun. Gut, könnten wir noch drüber diskutieren. Ich halte das für ein Problem. Ich halte das für ein großes Problem. Also wie soll Konsumtion und Produktion vermittelt werden? Das ist natürlich eine Frage, die in den 20er Jahren ganz anders beantwortet worden ist, als man die heute beantworten würde oder könnte. Was ist, wenn der Gegner weg ist? Das ist in der Regel das Ende der Bewegung. Also die großen Bewegungen der 80er Jahre hatten ja im Grunde mit einer sehr autoritären Parteienstruktur zu tun, also die ganzen linksalternativen Bewegungen, die dann auch die Grünen groß gemacht haben, die hatten diesen Gegner und mittlerweile muss man ja sagen, die CDU hat sich liberalisiert, von der SPD spricht man von der pluralisierten Volkspartei oder ich weiß nicht was. Also dieser Gegner ist ja in dem Sinne gar nicht mehr so vorhanden. Und also das, was sich heute in der AfD sammelt, so hat früher ja die ganze CDU im Grunde geredet.
Das ist mittlerweile eher eine Minderheit geworden in vielen Punkten. Und ja gut, was, wenn Erfolge erzielt werden, die Bewegung zerstreut sich. Die Frage nach dem dissidenten Drittel. Ja, schwierige Frage, weil ich weiß auch gar nicht genau, was damit so ganz gemeint sein soll. Es ist auf jeden Fall der Versuch einer Analyse von gesellschaftlichen Strömungen, Bewegungen, die in irgendeiner Weise in grundlegendem Widerspruch zur Gesellschaft oder zu den vorherrschenden Kräften der Gesellschaft stehen. Und die finden sich, so die These, eben in sehr unterschiedlichen Milieus, in sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Zusammenhängen. Die gibt es in Kirchen, die gibt es in Gewerkschaften, die gibt es an Universitäten, eben in vielen Bereichen, aber sie sind eben noch nicht in dem Sinne wirklich miteinander vernetzt oder in irgendeiner Weise stehen sie in einem organisierten Zusammenhang. Ich glaube, an der These ist durchaus was dran. Und das ist auch eigentlich ein ganz klassisches Deutungsmuster, was immer wieder auftaucht. Also Anfang der 60er Jahre gab es auch ähnliche Thesen von der progressiven Intelligenz und andere. Genau, ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine letzte Sammlungsrunde an Fragen, weil wir jetzt gleich auch noch zu dem nächsten Vortrag von Silke kommen wollen und leider Gottes schon so ein bisschen unter Zeitdruck sind. Wir können auf jeden Fall diese ganzen Themen heute und morgen alle noch weiter diskutieren. Aber jetzt machen wir einfach noch mal eine Runde, dann antwortet Gregor noch mal und dann gehen wir einfach weiter. Genau, es gibt hinten noch Fragen, dann kommt ihr gleich sozusagen. Ja, hallo, ich bin Saman. Ich würde gerne eine kleine Lanze brechen für mehr Orientierung an Alltagsverstand und an Praxis, weil ich finde, diese ganzen Begriffe, die sind bestimmt sinnvoll so, aber die Frage ist für mich immer so, wer hört dem zu und wer kann sich damit irgendwie identifizieren? Und ich glaube, aus meiner Bildungserfahrung sollten wir versuchen, viel mehr zu gucken, wo sind die Menschen vom Kopf her und wo sind die Menschen und wie reden die Menschen, die wir erreichen wollen. Und das ist, glaube ich, immer sehr kontextspezifisch. Ich war die letzten 3 Jahre in Potsdam an der Uni. Und wenn man da halt, also als Dozent tätig, und wenn man da das Wort irgendwie Sozialismus in der ersten Lehrveranstaltung auf den Tisch packt, dann geht schon mal die Hälfte des Seminars. Und für mich ist halt immer so die Frage, wollen wir die Menschen wirklich erreichen oder wollen wir erstmal nur für uns irgendwelche Konzepte klar bekommen oder so? Und deswegen ist für mich eigentlich der Weg dahin, ist wirklich zu gucken, wo und wie sind die Menschen, die wir erreichen wollen und wie sprechen sie und wie schaffen wir es, dass wir die Inhalte, die wir verklickern wollen, so rüberbringen, dass sie uns zuhören. Und dafür ist, glaube ich, halt eine ganz andere Herangehensweise nötig, als sich von so theoretischen Polarsternen nur leiten zu lassen, sondern ich glaube, wir müssen halt richtig tief rein in den Sumpf, wo die Menschen sind, wie sie reden, wie sie leben, wie sie fühlen und so. Und ich glaube, das sollte vielleicht auch so ein bisschen mehr Startpunkt so einer Diskussion sein. Das, also klar, wir müssen wissen, wo wir hinwollen und so, aber wir sollten auch dahin gucken, wo sind die Menschen, die wir erreichen wollen. Ja, ich hatte auch noch eine Frage oder beziehungsweise erstmal eine kurze Klarstellung. Und zwar hatten Sie gesagt, dass es für Schüler und Schülerinnen an normalen Schulen kaum Partizipationsmöglichkeiten gibt. Das stimmt so nicht. In dem neuen Schulgesetz, was in Berlin seit 2004, glaube ich, gültig ist, ist klar geregelt, dass in Schulkonferenzen die Schülervertretung Einfluss hat. Ich arbeite auch in dem Bereich Schülervertretungsarbeit, deswegen kenne ich mich da ein bisschen aus. Das nur zur Ergänzung und da wollte ich jetzt mal konkret nachbohren, was denn Aktionen oder Konzepte sind, mit denen eben die Rosa-Luxemburg-Stiftung oder vielleicht auch andere linke Organisationen und Gruppierungen da mithelfen oder versuchen, sich da einzubringen. Weil das habe ich in meiner Schulzeit zumindest fast gar nicht bemerkt, dass da mal produktive Einwirkungen kamen oder Unterstützung. Ich würde gerne zwei Beiträge etwas zusammenfügen und auch eher als ein Kommentar und vielleicht so eine kleine Idee, genau, die wir auch ein bisschen hier diskutiert haben.
Also auf der einen Seite, vielen Dank für den Vortrag, kann ich mich dem Vorredner hier immer anschließen, dass ich glaube, gerade verschiedene auch kritische, linke, sozialistische, marxistische Projekte gerade so ein bisschen über einen Haufen als alles so staatsautoritärer Sozialismus dargestellt wurde. Das ist zumindest meine Auffassung, was ich sehr schwierig finde. Die kommen aus Tradition, die genau wissen, dass die kommunistischen Parteien, wo unsere Eltern zum Beispiel aktiv waren, nicht unbedingt in Deutschland, aber in verschiedenen anderen Ländern, trotz vieler Probleme, trotz vieler Misslagen, trotz unglaublicher Fehler, die gemacht wurden, auch ein unglaublich großes emanzipatorisches Potenzial hatten, von dem wir heute als Generationen, gerade die migrantischen Generationen hier, lernen, wo wir Inspiration draus schöpfen aus den verschiedenen antikolonialen Widerstandsbewegungen, aus den verschiedenen südlichen Bewegungen von Frauenrechtlerinnen und so weiter, die sich innerhalb sozialistischer, gewerkschaftlicher, syndikalistischer Kontexte organisiert haben. Und dass es auch gar kein Widerspruch war zwischen, muss ich mich jetzt entscheiden für meine Identität sozusagen, muss ich mich entscheiden für die, meine Erfahrung als Frau oder als Migrantin, oder muss ich mich jetzt, also im Gegenzug zu meiner Position als Proletarierin in dieser Gesellschaft. Und ich glaube genau, auch in unserer Bildungsarbeit zum Beispiel ganz konkret, die Mädchen und Jungen, mit denen ich arbeite, wenn ich irgendwas von Arbeiterinnen und Arbeiter erzähle, wissen sie ganz genau, was ich meine. Sie wissen ganz genau in ihrem Gefühl und in ihrer Erfahrung von Schikanen über Hartz IV, von Deportationen und so weiter, ganz genau, worum es in diesen Kontexten geht, viel, viel mehr als oft meine ganzen Mitstudierenden oder meine Studis halt an der Uni, wenn ich irgendwie auch irgendwie als Dozentin dann da unterwegs bin. Also immer wieder uns die Frage zu stellen, erstens, was lernen wir aus unseren Geschichten, was können wir für emanzipatorische Sachen, selbst aus sehr schwierigen und auch sozusagen failed projects herausgewinnen, aber auch aus dieser Geschichte wirklich lernen, und dass diese Begriffe wie zum Beispiel Arbeiter oder Arbeiterin noch lange nicht tot sind. Wir müssen sie uns wieder aneignen, und zwar durch die Sprache, die auf der Straße gesprochen wird, durch die Sprache vor allem der Jugend, glaube ich. Und da spielen vor allem Methoden wie Hip-Hop, Rap, Tanz eine unglaublich wichtige Rolle. Und dazu würde ich gerne auch mit euch und noch weiter in den beiden nächsten Tagen diskutieren. Dankeschön. Das fand ich sehr wichtig, auch für das, was ich selber denke. Ich wollte nochmal auf Antikapitalismus und Sozialismus eingehen. Ich denke, der Gegner lebt mehr denn je und er ist stärker denn je. Der Gegner ist das Kapital, und zwar das globale Kapital. Und das hat sich auch gelöst von unseren Nationalstaaten. Und deswegen sind unsere Parteien auch so zusammengeschrumpft und ehlen sich, weil alle sehr wenig Macht haben, dagegen noch etwas ins Werk zu setzen. Also der Kapitalismus ist die Realität für mich. Und der Antikapitalismus ist die Herausforderung an uns. Und der Sozialismus ist die Utopie, die wir nicht verlassen dürfen. Und auch kann ich nur ihr folgen und sagen, es gibt schon sehr viele Projekte und sehr viele konkreten Möglichkeiten, die entwickelt worden sind, um auch eine Überwindung dieses Kapitalismus zumindest zu imaginieren und auch zu unterstützen. In Südamerika gibt es eine ganze Reihe von Bewegungen und eine ganze Reihe von Ländern, die zwar nicht mit totalem Erfolg, aber immerhin mit enormen Anstrengungen es geschafft haben, bestimmte Dinge zu verhindern und zu überwinden. Ich denke nur jetzt an Ecuador, Bolivien und so weiter. Ja. Und das Gleiche ist ein Ansatz, der sich Postwachstumsökonomik nennt und der in Deutschland auch schon sehr entwickelt worden ist über Nico Pech von Oldenburg und einen ganzen Bereich von Leuten, die sich über alternative Ökonomie Gedanken machen und auch die Befreiung der Individuen im Arbeitsprozess. Und letzter Punkt, die Art und Weise, wie unsere Wirtschaft zurzeit funktioniert im globalen Kontext, ist ja eine globale Arbeitsteilung. Das heißt, die Unterprivilegiertesten sind natürlich in den sogenannten Entwicklungsländern. Wir haben sie aber auch in Deutschland. Auch hier gibt es das Prekariat.
Und sie sind Bestandteil einer neuen Organisationsform dieses Kapitalismus. Ja? Und diese Organisationsform muss untersucht werden, muss auch von Gewerkschaften aufgegriffen werden, weil da sehr viele außerhalb der Reichweite der Gewerkschaften sind. Da gibt es eine ganze Menge Herausforderungen, um überhaupt diesen Antikapitalismus in der Realität bekämpfen zu können. Dankeschön. Ja, noch ein Wort dazu. Wir denken ja alle gerne in Bildern. Und ein Mosaik ist was Schönes, ein linkes Mosaik ist sicherlich was noch Schöneres. Aber wenn die vielen Steinchen nicht zusammengehalten werden durch einen Fugenkitt, dann ist das mit dem Mosaik, wenn ein Windstoß kommt, dahin. Ich will in dieser Metapher bleiben, weil ich denke, das ist wichtig, wie wir uns die Welt imaginieren. Und ich denke, dass eine Addition von allen möglichen Bewegungen und Gruppierungen, die mal heute oder morgen hier oder dort etwas gegen etwas haben, das ist nicht das, was trägt, sondern wir brauchen auch ein Projekt, das ein bisschen Theorie hat. Und ohne diese Theorie kommen wir nicht aus. Und da, denke ich, dürfen wir durchaus noch mal ab und zu ein Stück zurückgucken, was in der Vergangenheit geleistet worden ist. Der Genosse Lenin hat sicherlich an einem Punkt Unrecht gehabt, als er vom faulen Kapitalismus sprach, denn der fault nicht nur schon seit 100 Jahren, der entwickelt Formen der Edelfäule, die sind unglaublich. Ja, ja, aber Edelfäule ist was Gutes, so trinkt man guten Wein. Was ich sagen will ist, die Addition aus allen Leuten, die gegen irgendwas haben, mag vielleicht sogar den Erfolg haben, dass irgendwann der Gegner tot ist. Ich weiß nicht, wenn die FDP aus dem Bundestag fliegt mal für ein paar Jahre. Das ist nicht der Gegner. Wer ist unser Gegner? Das ist ein gemeinsamer Feind, das ist ein System. Und erst wenn wir das systemisch begreifen, auch was gerade vorhin gesagt wurde, dann können wir das bekämpfen. Und ich denke, wenn wir Bildung machen wollen, dann brauchen wir auch einen theoretischen Zusammenhang, auf dem sie aufbaut. Wir können nicht bilden gegen irgendetwas, was uns nicht schmeckt. Wir können auch nicht demokratisieren, indem wir, die Schule ist meines Erachtens zu Unrecht gescholten worden, Volksabstimmungen in der ersten Klasse machen. Das ist doch keine Demokratie. Demokratie sieht anders aus. Es geht darum, dass die Produktionsverhältnisse unter gesellschaftliche Kontrolle kommen. Dafür muss man Bildung machen. Okay. Mit Blick auf die Zeit haben wir noch eine letzte Meldung und dann müssen wir leider für den Moment erstmal Schluss machen, aber es gibt noch reichlich Gelegenheiten, sich zu beteiligen. Wir werden danach auch noch einen weiteren Input haben. Vielleicht bringen sich oder ist es möglich, die Sachen, die ihr im Kopf noch habt, da auch mit einzubringen. Ja, bei all den wichtigen älteren und alten und aber auch neuen Fragen, ohne irgendwas wiederholen zu wollen, möchte ich nur eine kleine Ergänzung zum Stichwort Bildungsräume hinzufügen. Du hast von den klassischen Bildungsinstitutionen wie Schule und Universität, aber auch freien Bildungsinstitutionen gesprochen. Und eben wurden die Alltagssituationen angesprochen. Für mich ist da noch ein bisschen das Thema Stadt unterrepräsentiert, weil wenn wir in einer Zeit, wo erstmals seit 10 Jahren mehr Menschen in Städten leben als auf dem Land und gleichzeitig aber der Kapitalismus sich die Städte als neuen Markt, Stichpunkt Smart City etc. zu eigen macht, nicht darüber nachdenken, wie diese Lernräume auch im alltäglichen Raum des Commons, also der Stadt als Gemeingut aussehen könnten, dann beginnen wir, glaube ich, in der Zukunft ein Fehler, der leicht verfahren sein könnte. Also ohne das zu sehr aufladen zu wollen, ist es mir einfach wichtig, dieses Stichwort Stadt nicht aus dem Blick zu lassen. Danke. Okay, super. Dann würde ich sagen, Gregor hat jetzt noch das Abschlusswort. Du kannst noch sozusagen Schlusskommentar geben. Dann gehen wir die nächste Phase über. Ich persönlich freue mich gerade sehr, dass so Leidenschaft reinkommt. Es gibt jetzt Statements, es gibt jetzt Engagement. Das müssen wir uns unbedingt für morgen gerade für die Workshop-Phasen beibehalten. Dann wird das hier, glaube ich, eine sehr produktive Tagung werden. Du hast das Wort. Ja, vielleicht noch eine Anmerkung zu Lenin. Ich habe gerade mit Michael Brine Veranstaltung gemacht über sein Lenin-Buch und das ich jedem empfehlen kann. Das ist hochinteressant.
Weil was macht Lenin in einer Situation, die schier ja, ausweglos erscheint? Der sitzt in der Schweiz im Exil, rund um ihn herum tobt der Weltkrieg und er ist von vielen Verbindungen abgeschnitten. Er setzt sich in die Bibliothek und liest Hegel. Und er kriegt natürlich bei Hegel keine Antworten auf die unmittelbar drängenden Fragen, was nun zu tun ist. Aber er kriegt einen freien Kopf. Und er hat, naja, er durchdenkt alle Probleme nochmal im Lichte der Hegelschen Dialektik und denkt natürlich sehr strategisch, sehr auf Praxis orientiert und überlegt sich, was ist als nächstes zu tun bei nächster Gelegenheit. Und ist auch, muss man sagen, als einer der wenigen wirklich gut vorbereitet. Also insofern, die Bildung ist natürlich nicht getrennt von dem Interesse, tatsächlich praktisch was zu verändern. Ob man nun zu ähnlichen Ergebnissen kommt, ist eine andere Frage. Aber ich denke, in Zeiten wie diesen wird auf jeden Fall eine Linke gewinnen, die sich in Aktion begibt. Bei den italienischen Operaisten gibt es dieses schöne Beispiel der militanten Untersuchung, die in andere Fabriken gegangen sind und einfach die Leute gefragt haben über ihre Arbeitsbedingungen, über die politischen Verhältnisse im Betrieb, was man ändern müsste, was man ändern könnte, wo sie Ansatzpunkte sehen. Und das hatte immer war immer ein zweiseitiger Prozess. Also die wollten natürlich auch die Leute agitieren, schon allein durch die Fragen, die sie ihnen gestellt haben. Das war natürlich auch immer hinführend auf Problemkonstellationen. Aber sie wollten auch was wissen über die Leute. Also die haben auch das immer mehr oder weniger systematisch ausgewertet, was sie da für Kenntnisse erworben haben. Und ich glaube, das könnte ein ganz gutes Modell sein, zu sagen, ja gut, man geht einfach mal in andere soziale Bereiche und fragt einfach die Leute. Also das, was du vorhin über die Schulen erzählt hast, das ist mir alles, da habe ich keine Kenntnisse drüber. Ja? Also, aber das wäre, wenn man tatsächlich irgendwas in dem Bereich machen will, von Stiftungsseite, dann müsste man sich natürlich an die Leute wenden, die in dem Bereich in irgendeiner Weise sind, seien sie nun Schülerinnen und Schüler oder Lehrende oder was auch immer, und genau dieses Wissen, was die Leute da vor Ort haben, auch erheben und mit denen zusammenarbeiten. Anders würde ich sagen, geht das gar nicht. Sonst redet man tatsächlich an den Leuten vorbei. Oh, das war jetzt aber ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, Gregor, für deinen inspirierenden Impuls. Und danke für die Einladung. Gebe ich jetzt danke an Markus für die vielen Beiträge.